Willkommen zurück zu einem weiteren Part Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Wir haben noch ein paar, Missionen offen, für die ich jetzt die nötigen Materialien gesammelt habe. Und zwar hier, neue Angebote im Schönheitssalon Urbosa, kriegt eine Spezialangriffsleiste dazu. Das ist schon mal ganz nice. Hier, Mifa kriegt noch 2 Herzen dazu. Ich werde mir mehr Mühe geben. Ja, das hoffe ich doch. Ah, okay. Ich dachte gerade so, was? Heißt Herzen plus 2, dann 2 halbe, also 1 Herz? Aber nein, die Animation hat nur ein bisschen länger gedauert. Alles klar. Und hier links oben. Dafür haben wir Glutforellen gebraucht. Davon gab es 10 Stück im Shop. Die habe ich einfach mal gegönnt. Irgendwie 200 Rubine oder so, nicht viel. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt eine schnellere Herzenregeneration. So. Und der Roboter sagt uns, wir sollen das machen. Dann machen wir das. Ich wollte eigentlich im Hauptgebiet, im Hyrule-Gebiet weitermachen. Aber, na gut, dann machen wir halt das Training. Berührst du Wasser oder ein metallenes Objekt? Mit einem elektrisch aufgeladenen Angriff erzeugst du eine starke Entladung, mit der du deine Gegner lähmen kannst. Ja, das wissen wir ja schon, nur ich weiß nicht, wie. Mit einem elektrisch aufgeladenen Angriff. Wer kann das denn? Ach so, Urbosa, ne? Ja, Urbosa kann das höchstens, aber sonst brauchen wir da nicht wirklich drauf achten. So, mal hier die Gerudo-Kommandantin ins Visier nehmen. Die steht da einfach nur und lässt sich das gefallen, was wir hier machen. Na gut. Ah, ah, entspann dich. Besiege die Trainingsgegner. Okay, wir haben wieder ein Zeitlimit. Oh, ich glaube, das wäre gar nicht nötig gewesen. Aber egal. So habe ich sie jetzt richtig weggeböllert. Was soll's. Nee. Ah, ja, okay, das war jetzt nicht ganz so optimal. Aber wir haben trotzdem Balken weg und können ihr einen Schmetterangriff reindrücken. Alles klar. Wo sind die anderen? Einmal hier. Und wieder Stasis benutzen. Was bei Link jetzt zum Glück wieder geht. Ging ja bei Mifa nicht. Was ich immer noch ziemlich lächerlich finde. Aber, na gut. Was will man machen? Ich habe jetzt auch darunter nicht wirklich was gefunden, wie man das beheben könnte. Also denke ich einfach mal, dass Nintendo sagen wird, ja, ist ein Feature. Oh, Stasis. Ah, nee, zu spät. Aber wir haben sie fast. Sie ist fast down. So, Schluss. Und noch 2 zu erledigen. Ist unser Hauptgegner dann Urbosa? Ist gut möglich. Ist echt gut möglich. Wir hatten ja schon ein paar Mal Darok oder Mifa oder kann auch sein, dass wir sogar schon mal gegen Urbosa gefightet haben. Aber unmöglich ist das nicht.
Ja, Urbosa, da ist sie. Die wir aber richtig fett mit dem Attackenhagel hitten. Und jetzt Stasis reinhauen. Und jetzt ein Schmetterangriff. Schön. Oh, was? Sie ist schon down? Alles klar. Na gut. Da habe ich nichts gegen. Wir wollen ja hier nicht zu lange in den Trainingseinheiten rumgammeln. Eine Meisteraxt. Eine zum Kämpfen verstärkte Axt mit zwei Schneiden. Weil nur wahre Meister vernünftig damit umgehen können, erhielt sie ihren Namen. Okay. Weiß ich aber nicht, ob ich die überhaupt ausprobieren möchte. Höchstens in so einer Zweihänder-Mission dann wieder. Aber sonst eher nicht. Genau. Was mir aufgefallen ist, Off-Cam. Wir haben hier wieder ein Schwert mit wo ist es? Mit erhöhtem Verkaufswert. Jetzt können wir mal schauen, wie hoch der Verkaufswert wirklich ist, weil wir haben zwei Level, oder drei sogar, drei Level 19 Reisezweihänder. Und jetzt schauen wir mal. 185 und 50. Okay, das lohnt sich, das Ding zu verkaufen. Oh, Moment. Hat das irgendwelche... Ja, Angriffsreichweite. Oder? Ne, Moment mal. Ich war gerade auf dem falschen. Ne, nur erhöhter Verkaufswert. Alles klar. Dann können wir das bedenkenlos weghauen. Na gut. Ich wollte einfach mal schauen. Das hier hat einen Preis von 10. Okay. Also das Schwert haben wir noch nie entrostet. Das heißt, ich würde das Schwert dann auch mal entrosten. Einfach nur, um nachzuschauen, was da so rauskommen kann. Wir benutzen davon alle. Benutzen hier am besten die Moblinhauer. Und hier von, ja, die Exalfas-Urkunden. Dann schauen wir mal. Ein Ritterschwert. Die Ritter von Hyrule werden mit diesem Schwert ausgerüstet. Alles klar. Ja. Es hört sich erstmal ganz gut an. Beziehungsweise, nee, andersrum. Hört sich erstmal schlecht an, aber welchen Bonus hat das Schwert? Ist das vielleicht sogar für uns gut zu gebrauchen? Schaden durch Sprintangriff plus 7%. Hört sich gut an. Aber ich habe hier leider schon Spezialangriff und normale Angriffe drauf. Und auch Spezialangriffsleistenregeneration. Also wird uns das nicht wirklich was bringen. Schade. Zieh los und gib's ihnen. Ich drück dir die Daumen. Dankeschön, mein Freund. Und ich würde gerne Link auch mal wieder vernünftig anziehen. Weil ich habe nämlich gesehen, dass der Junge die Kleidung behalten hat. Also die Kleidung von der Feier behalten hat. Und jetzt will ich mal schauen. Wie sieht das so aus? Oh ja, das ist ganz cool. Aber sieht nicht wirklich mit der Kapuze aus. Ich würde halt die Kapuze gern benutzen. Oh. Ach so. Das Schwarze soll der Oberkörper sein. Ach so, okay. Na gut. Das sieht jetzt nicht ganz so aus. Das auch nicht. Das wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Wir haben ja die Option, etwas zu färben.
Vielleicht machen wir das auch einfach mal. Haben wir auch noch nie gemacht. Und jetzt würde ich gern mal schauen. Ja, das sieht ganz geil aus, oder? Das ist das günstigste? Weiß kostet 1030 Rubine. Und schwarz nur 80. Okay. Wenn es nur 80 Rubine sind, dann können wir das schon mal testen. Und hier auch nur 50. Warum kostet das so wenig? Schwarz sieht doch mit am geilsten aus. Okay, was ist mit Schwarz? Das dann schwarz-weiß? Nee, ich finde, da war noch so ein bisschen Orangebeine. Ja, ich finde das Schwarz-Orange-Weiße, vor allem das Orangene, passt zum Oberteil. Also können wir das alles so lassen. Okay, wie sieht Link aus? Wie sieht Link aus? Was will ich als nächstes machen? Ich glaube, wir schließen das Gebiet mal ab. Und jetzt können wir auch mal schauen, wie Link so aussieht. Ja, es ist ganz geil, oder? Ich finde die Hose ein bisschen weird, ehrlich zu sein. Wenn ich so drüber nachdenke, können wir da eigentlich auch mal schauen, wie die aussieht in Schwarz. Einfach nur, weil wir es können. Einfach mal kurz schauen. Färben. Und diese hier in Schwarz. Wie sieht das aus? Probieren wir einfach mal. Sind nur 50 Rubine. Und Moment mal, da gab es eine Preisübersicht. Ah, okay. Und Weiß scheint immer das Teuerste zu sein. Ich frag mich, warum. Naja. Schauen wir mal, wie Link aussieht. Auch wenn er nicht perfekt aussehen sollte. Ja. Ist okay. Ist ganz okay. Das Goldene passt jetzt nicht so sehr. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen noch ein weiteres Kleidungsstück für Link. Eine weitere Hose. Also lassen wir es einfach erstmal so und ziehen los. Ach ja, wir können ja jetzt wieder mit Urbosa zocken. Stimmt. Haben wir auch lang nicht mehr gemacht. Hab mich auch gefragt, wann wir sie mal wieder zocken dürfen. Und ich frag mich auch, warum... Ach so, Moment mal. Drücke während des Laufens B, um zu sprinten. Ah, okay. Das ist zumindest mal was ich noch nicht wusste. Ich dachte, man muss einfach irgendwie schnell in eine Richtung drücken. Ah, okay. Ah, okay. Na gut. Ich habe das vorher immer so gemacht, dass ich immer wieder ausgewichen bin, um mich schneller fortzubewegen. Aber na gut, wenn wir einfach B halten können, dann macht das natürlich um einiges leichter. Schön. Und Link, ich weiß gar nicht, was du da drüben so rumhampelst. Geh mal bitte dorthin. Ja. Alles klar. Und dann schauen wir mal. Na, haut ab. Boah. Boah, das haut richtig rein. Das haut richtig rein. Wie können wir es denn machen? Aufladen? Okay, stimmt. Man musste sie immer so ein bisschen aufladen. Ist ein bisschen lästig, aber na gut. Stört jetzt auch nicht
ganz so heftig. Ah, na, 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 na. Das lassen wir mal schön sein. Und hier machen wir Stasis drin. Okay. Ah, nein. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Weich doch aus, Obosa. Jawohl. Genau so will ich das sehen. Dankeschön. Nee, nee, nee. Mit ihr sollten wir auch immer so ein bisschen Abstand nehmen. Ja, und große Gegner können wir anscheinend nicht damit treffen. Naja, was soll's. Stylisch ist sie alle Male. Und sie können wir jetzt auch hier rüber schicken. Ja. Sollte... Sollte eigentlich kein Problem darstellen. So. Visieren wir ihn mal an. Hat jetzt auch gereicht mit der Verprügelung von Link. Jawohl. Und ein Schmetterangriff. Nice. Und der andere Vollidiot. Der geht jetzt auch noch down. Na. So. Auch mit Stasis. Und weg mit dir. So, Obosa ist schon auf dem Weg. Also eilen wir mal hinterher. Vielleicht können wir sie ja sogar treffen. Mal schauen. Ja, da hinten ist sie, glaube ich, oder? Er ist ein Elektropyromagus. Boah, ist sie schnell. Ist sie schnell, holy shit. Aber andererseits finde ich das auch gut, dass sie sich direkt dahin begeben, wo man sie hinruft. Anstatt, dass sie irgendwie noch bei jedem Müllgegner stehen bleiben. Und das dann Jahre dauert, bis sie ihr Ziel erreichen. Ah. So. Okay. Boah, ich habe so ein paar Problemchen hier. Aber nichts Großartiges. Ach, da drüben bist du. Hau ab. Nerv mich nicht mit dem Bullshit. Das Hauptquartier. Welches Hauptquartier? Ach so. Ganz am Anfang des Dingen. Wahrscheinlich. Na gut. Braucht uns nicht zu kümmern. Wir haben das Ding hier geklärt. Und ich hätte zu Ende wieder mit Obosa zocken sollen, fällt mir gerade auf. Ich habe jetzt eigentlich nur zu Link gewechselt, weil er halt stärker ist. Weil er mehr Damage macht. Aber... wann kriegen wir wieder die Möglichkeit, mit Obosa zu zocken? Naja. Was soll's, passiert. Dafür behalten wir das dann fürs nächste Mal im Hinterkopf. Und das Spiel ist gnädig mit mir. Eine Mission nur für Obosa. Alles klar. Vorposten. Bei der Einnahme von gegnerischen Vorposten kannst du Ressourcen erhalten. Alles klar. In Form von Truhen? Oder sind damit die Kisten gemeint, die da manchmal rumstehen? Also diese Holzboxen und Krüge und so weiter.
Aber ich glaube, nee, ich glaube, damit sind Truhen gemeint. Die spawnen, wenn man den großen Gegner besiegt hat. Eskorte für den Boten. Für welchen Boten? Für den Hyrule-Hauptmann. Ja. Muss das sein? Zu spät. Aber oh, Bowser hat einen richtig fetten Angriff. Wenn. Nein! Jetzt hätte ich das Stasis gebraucht. Und ich sollte vielleicht mal mehr darauf achten, dass ich aufgeladen bin. Und generell auch mal den Gegner anvisieren. Und das Stasis früher einsetzen. So wie jetzt. Weg mit dir, Abschaum. Ja, komm, mach hin. Oh nee, was ist mit ihm? Ach, genau so eine Scheiße meine ich. Der hängt sich jetzt an so ein paar Müllgegnern auf, anstatt da einfach dran vorbeizulaufen. Hau ab, nerv nicht. Ist er noch nicht tot? Stirb. So. Können wir jetzt weiter? Oh, da sind schon wieder welche. So. Hoffentlich nur noch der eine. Alles klar, das war's. Meine Fresse, ist das ein Schmutz. Hä, was? Oh, ey, ernsthaft? Ja, komm, wir sehen mal an. Oh, das böllert rein. Das böllert rein. Und ich glaube, wir benutzen mal dieses Ding hier. Oh, das wollte ich nicht drücken. Ich wollte eigentlich, naja, den guten alten Freund Stasis wieder benutzen. Oh, das Modul ist noch nicht fertig. Okay. Boah, diese ganzen ekelhaften Wasserviecher hier, ne? Na, nee. Stasis ist zu spät jetzt. Ach komm, mach ihn kaputt. So ein Assi. Ja, komm. Da gehe ich jetzt kein Risiko ein und mache einfach Stasis. Let's go. So, nur noch die zwei Viecher hier. Aua. Ich weiß nicht, warum man sich mit Urbosa nicht bewegen kann währenddessen. Während sie diesen Angriff macht. Was soll das? Okay. Bringt anscheinend nichts, sich zu überladen. Also lassen wir es mal sein. Ah. Ja, wie weit sie fliegt. Oh, was? Nein. Obosa, nein. Mir sind ihre Herzen nicht aufgefallen. Nutzen wir halt mal das Ding. Und Stasis. Schmetterangriff. Dann dürfte es auch fast erledigt sein. Aber wir müssen jetzt richtig fett aufpassen und am besten nicht mal diese starken Angriffe benutzen.
Nee. Das hat leider nichts gebracht. Schade, weil ich zu spät war. Nee. Jetzt aber. Jawohl. Alles klar, let's go. Und jetzt richtig fett mit dem starken Angriff reinböllern. Das hat jetzt aber richtig fett was gebracht. Okay, ich lade mich lieber auf. Wir hatten zwar die Gelegenheit da gehabt, ihn alle zu machen. Aber ich will auf alles vorbereitet sein. Und jetzt Stasis. Okay, jetzt haben wir ihn. Ja, hätten wir aber auch easy vorher geschafft. Na gut. Damit ist es vorbei. Ein paar Hinox-Sachen, alles klar. Bin ich auch mal gespannt, wann wir die brauchen werden. Ich glaube, die haben wir bisher gar nicht gebraucht. Und wieder über 9000 Rubine. Mondsäbel, Gerudo-Messer, EP in der Schlacht plus 6%. Okay, das hört sich geil an. Ah, Ausdauerhonig, alles klar. Aber ich glaube, wenn wir leveln wollen, dann werden wir das auch eher mit dem wie heißt das? Hier mit den... Ja, ist ja gut. Mit dem Hyrule-Manöverplatz machen. Und ich denke, das werden wir jetzt auch direkt mal machen. Da können wir die nämlich bis Stufe 40 upgraden, was Links Level ist. Ich weiß nicht, ob sich das immer nach Link richtet. Oder ob sich das einfach nur nach dem höchsten Charakter richtet. Was wahrscheinlich dann auch in Fall 2 Link wäre, weil man ihn halt am meisten zockt. Aber naja. Auf Stufe 40 werde ich sie nicht hochziehen. Ich denke auf Stufe 30. Das wird erstmal reichen. Genauso wie Zelda. Mifa. Maronus. Urbosa. Revali. Und Darok. Jetzt ist wieder, na gut, fast die Hälfte des Geldes weg. Aber dafür sind unsere Charakter jetzt wieder schön high level. Na gut. Dann würde ich sagen, war's das erstmal für diesen Part. Wir werden nächstes Mal, denke ich, mit der Story weitermachen. Wir werden dann hier noch diese Trainingseinheit und diese Verteidigung des Waldes machen. Und dann werden wir wieder mit der Story weitermachen. Versprochen. Dann gibt es wieder mal richtig schön was zu erleben. Aber na gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.